Bevor das Video beginnt, wollte ich noch ganz kurz gesagt haben, bitte stimmt jetzt in der Infokarte ab, ob wir dieses Projekt auch in der 1.15, also in den Snapshots machen sollen oder nicht. Aber jetzt würde ich sagen, let's go. Und damit, hallo Leute und herzlich willkommen zur ersten richtigen Folge von Minecraft Hotel, denn ich habe tatsächlich jetzt eine Welt gefunden, die ich gerne verwenden würde. Und zwar ist das das hier. Genau, sieht jetzt mal noch nicht nach viel aus, aber hier ist ein See mit einem Korallenriff, also ein Meer. Auf dieser Seite haben wir auch Meer. Und hier hinten haben wir so eine Art Festland, mehr oder weniger. Sieht das nicht so viel. Ich mach mal den Shader aus. Dann sehen wir auch ein bisschen mehr. So, und da können wir nämlich hier auch ein bisschen hochgehen. Und jetzt sehen wir, hier haben wir so eine Art Festland, mehr oder weniger. Das wäre dann hier, ist auch relativ flach, also man kann hier sicher gut was bauen. Und wie gesagt, hier haben wir halt ein paar kleine Inseln, was ich auch gar nicht so schlecht finde. Hier noch eine größere Insel, da ist irgendwie so ein komischer Berg. Den werde ich wahrscheinlich abreißen. Und dann haben wir halt hier mehr und hier mehr. Und auf dieser Seite habe ich noch gar nicht geguckt. Also hier haben wir halt direkt Korallenriffe und das ist halt schon geil. Und hier haben wir, das könnten wir hier aufmachen zu einer kleinen Lagune. Und hier hinten kommt dann auch Festland. Ja. Die Welt sieht interessant aus. Vor allem, was ist das hier? Was ist das bitte für eine World Generation? Naja. Keine Ahnung, fragt mich nicht. Ich habe Minecraft nicht entwickelt. So, jetzt damit wir aber hier irgendwie anständiges bauen können, müssen die Bäume weg. Und das, so würde ich sagen, machen wir das so. Das müsste dann ziemlich schnell gehen. Ich werde jetzt das, um noch zu verschnellen, einmal Game Rule Random Tick Speed auf 300. Müsste wahrscheinlich schon reichen, damit das hier etwas schneller vorangeht. So. Hier noch ein bisschen. Und dann können wir eigentlich die Render Distance Eye schon runter machen. Habt ihr die Welt jetzt gesehen? So. Ich werde einfach mal für den Rest des Videos auch noch ohne Shader spielen. So. Hier noch ein Baum. Eben wie gesagt, das Ding da werde ich abreißen wahrscheinlich. Hier gucken wir mal. Es müsste dann gleich weg sein. Und den groben Rest mache ich dann von Hand. Dasselbe haben wir hier auch nochmal. Bisschen Feuerchen. Ich mache das noch etwas runter, weil... Warum brenne ich jetzt? Hilf. Was ist... Warum? Jetzt nicht mehr. Okay. Das hier sollte von alleine weggehen. Dann machen wir hier noch ein bisschen Feuer. So. Und dann müssen wir auch schon den größten Teil hier von den Bäumen entfernt haben. Außer die, die jetzt halt hier einzeln stehen. Hier haben wir sogar Schildkröten. Also, das heißt, dass hier irgendwo am Strand auch Schildkröten wohnen, die dann auch hier brüten. Gibt es hier Schildkröten auf dieser Insel nicht. Das heißt, die könnte ich, glaube ich, abreißen. Werden wir dann sehen, vielleicht gibt es irgendwann dann doch Schildkröten. So. Jetzt haben wir das hier, die Welt. Diese Insel muss natürlich dann noch ein bisschen flacher werden. Ja, was latscht auch ins Feuer rein? Tut mir leid, also da kann ich dir auch nicht helfen. So.
Wir sind ins Wasser gegangen. Soll das so, oder? Kann das sein, dass Tiere ins Wasser rennen, wenn sie brennen? Ich muss das ausprobieren. Tut mir leid, ich muss das ausprobieren. Das hat niemand gesehen, okay? Anscheinend, scheint so. Ja. Das tut mir leid. Ja, okay. Huhn schafft's eh nicht. Diese Kuh. Na, ist auch tot. Kann sein, muss aber nicht. Ich weiß es nicht. So. Hier hat es nicht ganz fertig gebrannt. Die Insel ist ziemlich leer. Ich kann nicht schreiben. Time set 0. So, jetzt. Gut, das hätte für dieses kleine Ding hier mal jetzt auch mal weg. Von Hand schnell. Das sollte ja niemand stören. Und dann würde ich sagen, ich mache jetzt hier noch ein bisschen weiter mit dem Feuer, damit wir hier dann eine schöne freie Fläche haben. Dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder, wenn wir dann wahrscheinlich mit der Planung anfangen. Und zwar, das habe ich euch noch gar nicht erzählt. Ich möchte hier als allererstes etwas weiter hier ins Festland reingehen und da mal einen Flughafen bauen, weil irgendwie muss man ja auch hier hinkommen. Das ist das Erste, was wir machen werden. Und damit würden wir dann in der nächsten Folge anfangen. So, das war's aber von diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da, falls ihr getan habt. Dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ciao.